So, hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Weihnachts-Spezialvideo. Ich habe gerade die anderen Videos hochgeladen. Hier seht ihr mal kurz die Kanalansicht von mir. Die Oxygen Not Included Videos sind jetzt endlich online. Der Ton, also da muss ich mich nochmal entschuldigen, mein Aufnahmeprogramm, also hat es einfach nicht hinbekommen, den Ton richtig aufzuzeichnen. Deswegen habe ich die Musik drüber gelegt und in den neuen Videos habe ich die Musik einfach rausgelassen. Also ab ungefähr Video 6 hört ihr dann wieder mich. Es wird noch sehr, sehr verwirrend in Oxygen Not Included. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf unser kleines Weihnachtsspezial. Aber das war ja mehr so eine kleine Ankündigung dazu. Super Musik. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr die hört. Ich weiß es nicht. Teilweise war es so, dass einige Spiele mich komplett übertönt haben. Also ganz, ohne dass noch irgendwas von mir zu hören war. Und deswegen kann es auch sein, dass ich ein bisschen laut rede, weil ich versuche, jetzt mal die Musik zu übertönen, wenn es denn welche gibt. Und teilweise war es so, dass es gar keine Musik gab. Aber jetzt erstmal zum Spiel. Es geht darum, ups, die Süßigkeiten einzusammeln. Und da oben in der rechten, doch, das ist rechts, rechten oberen Ecke sehen wir unsere Zeit. Und wenn wir auf diese Stacheln hüpfen, werden wir an den Anfang zurückgesetzt. Und die Steuerung ist so ein bisschen flutschig. Das hab ich nämlich schon mal ausprobiert. Es flutscht so ein bisschen, eben wie Eis. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt im Duden das Wort flutschig. Zack. Ah, das ist ein Holzklotz, wie auch immer. Ach, wir müssen da hoch. Und ich finde es einfach ganz witzig gemacht. Es war so das beste Weihnachtsspiel, was ich finden wollte. Was ich finden konnte. Und ich will euch natürlich jetzt keine schlechten Spiele zeigen. Ups. Sondern nur die besten. Also vielleicht gibt es auch noch bessere, aber ich finde es hier einfach echt gut gemacht. Und ich meine, es steuert sich auch so ein bisschen wie Eis. Sehr realistisch. Wobei im Moment nicht mehr. Im Moment geht's eigentlich. Von der Steuerung her. Ich finde diesen Schweif auch ziemlich witzig. Kann man rein theoretisch auch auf dem Handy spielen. Also für alle Leute, die das Video hier gerade auf dem Handy schauen. Es geht auch auf dem Handy. Es gibt den Mobile Mode. Wow, okay. Und da kann man das eben auch spielen. Das finde ich einfach sehr gut gemacht. Seit Scratch 3. Kann man eben, finde ich das ganz gut gemacht, dass man so viele Spiele jetzt auch auf dem Handy spielen kann. Ich bin mir zwar selber nicht sicher, wie man sowas programmiert, aber ich habe mich auch noch nicht ausreichend damit auseinandergesetzt. So. Oh. Okay. Da geht's also runter. Ansonsten gibt es zu diesem Spiel eigentlich nicht mehr viel Erklärung. Und wenn wir eben alle diese Zuckerstangen eingesammelt haben, geht ein Portal auf. Oder wie auch immer man es nennen mag. Ich weiß nicht, Portal, denke ich mal. Ja, doch, ich denke, das kann man schon Portal nennen. Und hier dürfen wir eben nur auf diese Zuckerstangen ähnlichen Teile. Oder wir fallen runter. Und diese grünen Teile, die auf denen hüpfen wir so ein bisschen weiter nach oben. Und okay, das Spiel ist auch schon vorbei. Es war ganz cool. Also, ja. Und jetzt zeige ich euch noch den Mobile-Modus. Den Mobile-Mode. Ich weiß nicht, ob das hier auch funktioniert. Ich meine, es ist kein Handy, also.
Wahrscheinlich wird einfach gar nicht. Ach nee, da gibt es eben auch dieses praktische Teil hier unten. Und das kann man dann rein theoretisch mit dem Handy steuern. Auf dem Computer ist es eben auch entsprechend schwierig. Aber ich probiere es jetzt hier auch mal. Oh! Nein, nein, nein. Stopp, stopp. Okay, das ist extrem. Sehr gut. Jetzt hier bitte hoch. Und jetzt, okay, ja, gut, so geht's auch. Okay. Nein, aua. Ich versuche das jetzt im Handy-Modus auf den Computer zu schaffen. Aber ich bin es zu sehr gewohnt, meine Maus im unteren Bildschirmrand zu haben. Okay, es könnte unmöglich sein. Aber ja, auf dem Handy kann man es rein theoretisch auch spielen. Hier sieht man nochmal die Erklärung dazu und hier sieht man den Highscore. In 66 Sekunden hat es einer geschafft. Ja, und dann könnte ich hier einfach entdecken und auf Spiele. Und dann seht ihr hier theoretisch alle Spiele, da habe ich das auch gefunden. Das war, glaube ich, das. Nee, aber es ist vom gleichen Entwickler, also vielleicht auch mal reinschauen. Und hier irgendwo habe ich es gefunden. Hier. Deswegen denke ich, kann man auch mal in die anderen Spiele reinschauen. Ich meine, es muss ja kein so langes Video sein. Aber so 10 Minuten will ich euch mindestens liefern. Ich kriege zwar noch mal keinen. Zwar kein Geld, aber 10 Minuten sind immer gut. Musik ist von Super Mario, heißt, ich mache die vielleicht mal aus. Ich weiß auch nicht, ob im letzten Spiel die Musik irgendwie lizenziert war. Aber wir gehen es einfach mal davon aus, dass es so war. Okay. Persönlich nicht ganz so gut. Ach, okay, es sind hier die zwei gleichen Seiten. Ja, das fand ich nicht ganz so gut, aber ich denke, das soll es gewesen sein von diesem Video hier. Dann wohl nicht. Ja. Also, habt noch ein schönes Weihnachten und natürlich noch einen schönen Tag. Ja. Und dann. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Ihr werdet wahrscheinlich bald Oxygen Not Included Hashtag 6 schauen. Und es wird auf jeden Fall cool. Ich bin, glaube ich, gerade bei Oxygen Not Included Hashtag 27 oder so. Und es ist sehr, sehr verwirrend, sehr, sehr kompliziert. Und sehr, sehr stressig, aber trotzdem witzig. Und es wird auf jeden Fall ein cooles Let's Play. Und ich wünsche euch jetzt noch frohe Weihnachten, schönen Tag und tschüss.